Folge. Heute wieder Action-Tag. Von mir ist der Schlosspark vom Biebricher Schloss. Und da treffe ich mich gleich mit einer alten Freundin, die meiner Band von mir gesungen hat. Und heute Abend gehe ich dann noch Mountainbiken. Das ist das Schloss. So. Ich habe jetzt Lia getroffen und wir haben uns gut unterhalten, würde ich mal so sagen. Yay, nach wie vielen Jahren? Wollen wir unsere Band? Fünf Jahre? Okay. Also, ich mache mal so ein Interview mit dir wie mit Sam in Innsbruck. Was mich glücklich macht. Also erst einmal, was man auf jeden Fall im Leben machen sollte, ist, man sollte immer auf sein Herz hören und sich nicht zu sehr beeinschränken lassen von anderen Leuten, auch wenn es beste Freunde oder Familie sind. Man sollte immer dem folgen, was einem Spaß macht und niemals aufgeben. Weil es werden immer Herausforderungen kommen und man findet auch immer einen Weg, die zu überwinden, wenn man das, was man macht, wirklich liebt. Und das, was mich glücklich macht, ist, jeden Tag neue Erfahrungen zu sammeln und mehr über mich selbst zu lernen. Okay. In welchen Bereichen würdest du gern später mal so beruflich tätig werden oder was hast du bis jetzt vielleicht schon mal gemacht irgendwie? Wo hast du schon Erfahrungen gesammelt? Oh, das ist eine schwere Frage. Meine Interessen sind sehr breit gefächert, von Psychologie über Sport, gesundes Leben bis hin zu Musik und Film. Ich habe mich jetzt die letzten anderthalb Jahre mehr auf Film konzentriert und werde aber wieder mehr Richtung Musik gehen. Also das, was ich mir vorstelle, ist so eine Mischung aus Menschen inspirieren und mich kreativ ausleben und dabei die Welt verbessern. Und man könnte eigentlich sagen, du machst eigentlich immer das, wo du halt irgendwie Bock drauf hast. Und es funktioniert ja auch, oder? Ja. Auch ohne jetzt irgendwie zu studieren oder irgendwas? Das auf jeden Fall. Also ich habe schon zwei, dreimal versucht zu studieren, wurde immer abgelehnt, habe dafür aber viel geilere Erfahrungen gesammelt und viel geilere Dinge nach den Absagen erlebt. Ja, und wurde es ja teilweise auch angenommen, wo andere, wo Studenten, die einen Abschluss hatten, abgesagt wurde. Ja. Mit guter Bezahlung. Und super coolen Erfahrungen. Also, man muss nicht immer den geraden Weg gehen. Ist unbedingt der Abschluss das Wichtigste oder Connections? Was ist wichtiger? Auf jeden Fall Connections, aber vielmehr die eigene Persönlichkeit und die Einstellung zum Leben. Also würdest du auch raten, dass man an der eigenen Persönlichkeit dranbleiben sollte, arbeiten sollte und nicht immer nur irgendwie, keine Ahnung, nach der Arbeit oder nach dem Studium, nach der Vorlesung auf die Couch fallen und Hartz IV TV schauen? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es super wichtig, dass man auch im Alltag sich Zeit für sich nimmt, sich selbst besser kennenzulernen und auch vor allem Pausen zu setzen und eben bewusst auch Energie zu tanken. Okay. Hast du noch Lust, ein Eis essen zu gehen? Bevor Eis klingt super. Eis. Wir sind jetzt bei Lia und das Witzige ist, wir waren früher in einer Band zusammen und auf einer Silvesterfeier habe ich Lia gesagt, sie soll aufhören, so traurige Lieder zu spielen. Oh. Und das ist passiert. Ich habe da damals reingebissen, weil sie nicht aufgehört hat, diese Lieder zu spielen, statt Partylieder, weil das neue Jahr ja angefangen hat. Weil dir langweilig war auf der Party. Ja, mir war. Okay, jetzt geht's zurück ans Auto. Alkoholfreies Bier. Thank you.
Ich hoffe, der Vlog heute hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einfach mal einen Daumen nach oben.